wieder eine neue Arbeit gefunden. Und jetzt ist wieder das eingetroffen, es fällt mir wieder unheimlich schwer, was Neues zu lernen, mir neue Dinge zu merken, Zusammenhänge zu erkennen, einfach mich zu konzentrieren. Ich habe Angst, Fehler zu machen, und das blockiert mich. Und das zieht sich mein ganzes Leben lang schon durch. Das ist schon seit der Schulzeit so. Und das ist immer, wenn ich irgendwas Neues erlernen muss, dass ich völlig blockiert bin. Okay. Und ich habe auch jeden Sonntag, da geht es mir schlecht, wenn ich weiß, ich muss wieder auf Arbeit. Und das war schon damals in der Schulzeit auch schon so. Und das ist unheimlich belastend, weil ich komme irgendwie da nicht weiter. Okay. Wir nehmen das mal als zwei Punkte. Einmal Schwierigkeiten, neue Dinge zu erlernen, egal was, beruflich, schulisch, wie auch immer. Und dann als zweiten Punkt nehmen wir mal die Angst, Fehler zu machen. Ja. Na? Ich würde mich jetzt einfach mal einloggen und würde mal direkt abfragen, woher die Schwierigkeit kommt, neue Dinge zu erfassen, umzusetzen und das auch zu behalten. Ja. Ihre Mama, die lebt noch, oder? Ja. Haben Sie sich mal unterhalten, wie die Geburt war mit Ihnen? Weil ich sehe die jetzt, in ihrem Krankenbett, in Wehen. Und jetzt will ich gerne mal wissen, auf welchem Stand Sie sind, was die Mama Ihnen erzählt hat. Also sie hat mal erzählt, dass eine Krankenschwester sehr patzig zu ihr gewesen ist. Ja, das weiß ich eigentlich. Dass man jetzt nicht unbedingt jetzt freundlich zu ihr war. Kurz vor der Entbindung. Und es war nicht ganz einfach, oder? Was hat sie denn da erzählt? Es gibt ja so Flutschgeburten und es gibt natürlich auch... Es war nicht einfach, es war keine Flutschgeburt. Und es gibt halt Geburten, wo es etwas schwieriger ist. Und da würde ich gerne mal wissen, auf welchem Stand Sie sind. Nee, da weiß ich nichts. Genau, und das Gespräch werden Sie dann irgendwann mal, wenn Sie das wollen, mit Ihrer Mama mal führen. Und die Mama soll dann wirklich kein Blatt vom Mund nehmen und genau von der Geburt mal erzählen. Denn bei mir kommt einfach nur ein Satz, den ihre Mama auf dem Bett, wo sie geboren sind, gesagt hat: Ich will es einfach nur vergessen. Schnell vergessen, schnell vergessen. Also das sind Dinge vorgefallen, die sie bis heute noch nicht richtig verwunden hat, ihre Mama. Und das steht mir aber nicht zu, Ihnen das detailliert zu schildern, sondern das muss Ihre Mama Ihnen sagen. Und das soll die Mama aber wirklich auch kein Blatt vom Mund nehmen, weil das war echt so beschissen, dass sie es einfach nur vergessen will. Aber wenn sie es vergisst für sie, für sich selber, ist das ja okay. Aber das hilft ihnen im Hier und Jetzt nicht weiter, weil sie müssen es wissen, wie das damals war. Damit sie aus ihrem Vergessen und Dinge nicht behalten wollen. Weil ihr System ist so, dass alles, was um die Geburt herum ist, standhaft beibehalten wird, weil sie sonst denken, dass sie sterben. Das heißt, jeden Tag sind sie gezwungen,
Dinge zu vergessen, nicht behalten zu können, weil sie denken, unbewusst, das geht unbewusst ab, wenn ich jetzt doch was behalten würde, würde ich nämlich sterben. Ich glaube, ich hatte dieselbe Geburt auch bei meiner Tochter. So ist es. Genau dasselbe. Ja. Wenn wir das heute auflösen, das Ihr Geburtsthema, ist das durch mit diesen Punkten. Dann sprechen Sie mit Ihrer Mama und die soll richtig brutal das erzählen. Und dann dürfen Sie das gerne bei Ihren Kindern machen, das selber haben. Und da reicht es schon, wenn sie richtig mal heulen. Also, ja, aber nicht reden wie Mutter, Kind, sondern wie Freundin, Freundin. Die blöde Hebamme, die spinnt wo, da hätte ich am liebsten den Arsch getreten. Aber richtig, mit Herz aufmachen und richtig reingehen in die Situation, wie sie sich damals gefühlt haben. Und Sie werden merken, die Emotionen sind die gleiche bei Ihrer Mama gewesen. Und wenn Sie das mit Ihrer Tochter machen, wird Ihre Tochter mal nicht das Thema haben. Okay? Wollen wir es angehen? Ja. Okay. Dann würde ich das jetzt auflösen. Ich denke, Sie haben es soweit verstanden. Ja. Alles, was damals war, machen Sie jeden Tag.